Das Wort Trainer kommt aus dem Englischen und steht für eine Person, die eine andere sportlich weiterbringen möchte, weiterentwickeln möchte. Man könnte auch sagen, quasi so etwas wie ein Turnlehrer. Moderne Trainerinnen und Trainer aber, die sind viel mehr. Die müssen auch Psychologe sein, die müssen strategisches Denken innehaben, die müssen vor allem eine große Gabe auch für Motivation haben. Sie haben das alle, nämlich die Top 3 der Kategorie Trainerpersönlichkeit des Jahres. Ivan Bönisch, Judo. Gregor Hügler, Leichtathletik. Katharina Sauerwein, Klettern. Verkündet wird diese Kategorie von jemandem, der auch erfolgreich war in seiner Sportart, dann auch die Trainerausbildung gemacht hat, aber sie nicht ausgeübt hat, weil er danach ja ohne dies genug zu tun hatte. Ich habe mir aber sagen lassen, dass er sowohl in seiner Jugend als Fußballer als auch später dann als Skifahrer mitunter die Trainer zur Verzweiflung gebracht hat. Wir begrüßen Armin Assinger. Armin, stimmt es, dass du mitunter kein Einfacher warst für die Trainer? Richtig. Ja, richtig. Du kannst meine Frau fragen, ich bin auch heute noch kein Einfacher. Also trainiert sie dich, oder? Wie bitte? Trainiert sie dich, deine Frau? Sie versucht es, aber ich bin ein kritischer Geist und sie muss mir das alles richtig eine trichtern, um mich zu sagen, hinein. Ja. Prügeln sage ich jetzt nicht, aber halt Stoff geben. Ja. Wer waren denn so Trainerlegenden zum Beispiel, mit denen du gearbeitet hast? Ja, mit Charlie Carr natürlich waren meine Anfänger. Franz weiß das natürlich auch noch ganz genau, wie es beim Charlie zugegangen ist. Der Spruch, da pfeifen die Comanchen, stammt eigentlich vom Charlie, den ich an der Stelle natürlich sehr herzlich grüßen darf. Der Charlie hat das gemeint immer für Situationen, wo es einfach als Eingemachte geht, wo man, wie man heutzutage sagt, nachdem der Bundespräsident gesagt hat, da hat es geschifft, kann ich auch sagen, wo man große Cojones braucht, da um die Comanchen gepfiffen und also da habe ich einige Trainerlegenden, Heinz Stoll zum Beispiel, auch noch miterlebt. Was würdest du sagen, macht einen großen, einen erfolgreichen Trainer aus? Ich habe mir genau gedacht, dass du das fragen wirst. Was macht ein Trainer aus? Ich glaube, er muss sich gut in den Athleten hinein versetzen können. Er muss ihn, denke ich, innerhalb gewisser Leitplanken führen. Du musst als Trainer dein Schützling, deinen Athleten aufbauen, wenn es notwendig ist, vielleicht ein bisschen wieder zurücknehmen, wenn er gar zu abgehoben wird mit der Zeit. Du musst Kompetenz ausstrahlen und du musst nicht immer ein guter Freund sein, aber ich glaube, es schadet nicht, wenn du auch ein bisschen ein Freund deines Athleten bist. Jetzt zeichnen wir eine große Trainerin oder einen großen Trainer aus. Bitte, Armin. Okay. Der österreichische Sport hat gewählt. Der Niki für die Trainerpersönlichkeit des Jahres, präsentiert von Skonz, geht an Gregor Hügler. Gregor Hügler. Gratuliere, das ist mir so eine Freude, dass du den kriegst. Bravo. Der Trainer von Lukas Weiß-Heidinger. Bereits zum dritten Mal stehen wir da auf der Bühne mit dieser Trophäe auf den Spuren von Marcel Hirscher. Ja, zuerst einmal danke. Es ist eine tolle Ehre. Ja, es ist eine Krönung von einer tollen Saison. Danke natürlich an den Luki, der sich das alles gefallen lässt, was wir mit ihm vorhaben, und er es auch super umsetzt und nie aufgibt. Das ist wirklich besonders. Ist es mit ihm einfach zu arbeiten? Nein, es ist einfach zu arbeiten, aber er sollte nie hungrig sein, dann ist er nicht gut gelaufen.
Sie haben so akribisch, so hingearbeitet auf dieses Ziel, olympische Medaille in Tokio. Und dann hat es der Luki wirklich geschafft. Hat man so irgendwie als Trainer dann das Gefühl, auch ich habe die Bronze gewonnen, oder? Ja, als Trainer ist man eigentlich Erfüllungsgehilfe. Natürlich, du bist 10 Stunden am Tag mit ihm zusammen. Aber auch natürlich das ganze Team von uns, da arbeiten mehrere mit. Jeder hat seinen Anteil. Und danke auch an die Förderer, das Sportministerium hat uns toll unterstützt. Philipp Trattner muss ich extra erwähnen und auch Clemens Trimmel. Danke für die Unterstützung unserer Projekte, weil es sind oft Verrückte, aber man sieht, es hat es gebracht und es hat es gemacht und wir haben es geschafft. Ja. Gibt es schon wieder neue Ziele? Ja, natürlich. Jetzt haben wir wieder 3 Jahre und wir haben jetzt eine neue Mission. Er hat jetzt 3 Medaillen gemacht hintereinander. Ich würde es nennen Mission Gold. Okay. Und ja, es muss uns was Neues einfallen, fällt uns auch ein. Und es ist interessant, sich mit der Welt zu messen. Ich glaube, er kann es, ich weiß, dass er es kann und wir werden es versuchen zu beweisen. Ja. Wir wünschen in 3 Jahren dann auch einen Golden Moment. Dankeschön, Gratulation. Gregor Högler, danke. Trainer des Jahres 2021. Danke.